Es ist sehr, sehr anstrengend, aber es ist auch so geil, dass man die Schmerzen einfach vergessen kann. Hammer, super geil, immer wieder mache ich das. Krämpfe. Mancher dreckig wirst du, Isabel. Schon zum vierten Mal findet der Cross Deluxe Hindernislauf am Markkleeberger See statt. Bei perfektem Wetter wird wieder gerobbt, geklettert, geschwommen, gesprungen und gerannt. Nahmen beim ersten Cross Deluxe noch 250 Teilnehmer den Kampf mit dem Parcours auf, waren es in den Folgejahren schon 500 und 1000 Sportler. Aus diesem Grund war das Startfeld in diesem Jahr besonders groß. 1700 Sportbegeisterte kämpfen gegen künstliche und natürliche Hindernisse. Mit der Beliebtheit des Events wächst auch der Anspruch an die Strecke. Wir haben Hindernisse verschärft zum einen, wir haben neue Hindernisse dazugenommen und auch von der Streckenführung her haben wir jetzt aber mal mehr Wasserlöcher, als wir im Jahr davor hatten. Also da ist auch noch mal was dazugekommen. Damit ist Cross Deluxe nichts für schwache Nerven oder Bewegungsmuffel. Doch weder Schlammlöcher noch Wasserrutsche können die Teilnehmer schocken oder gar von der Teilnahme abhalten. Es war sehr, sehr schön. Wir haben es genossen und anstrengend. Schöner Lauf, schönes Wetter, jetzt will man mehr. Ich habe letztes Jahr die 8 Kilometer gemacht und dieses Jahr dachte ich mir, der ganze Spaß. Aber für die Wasserrutsche ist es eigentlich wert, es zweimal zu machen. Die ist cool. Also, man kann es gar nicht beschreiben. 16 Kilometer, die sind vorbeigegangen, wie im Flug. Aufgrund der wachsenden Teilnehmerzahl wird in Staffeln gestartet. Sowohl bei der 8 Kilometer wie auch bei der 16 Kilometer Strecke ist das Starterfeld auf 500 begrenzt. Zusammenfassend bleibt also zu sagen, der Cross Deluxe ist und bleibt eine körperliche Herausforderung. Aber es war einfach nur geil. Nächstes Jahr wieder.